Eigentlich müsste ich Philipp damit beauftragen, das hier zu machen. Ist ja seine Bahn, im Endeffekt, die er nutzt. Ich hatte kein Problem mit dem Reiten, aber Philipp war da nicht so begeistert von. Ja. Ja, so ist das, so ist das. Ich freue mich schon auf die nächste Tour, Höhlentour vor allen Dingen mal, dass wir immer endlich wieder in die Höhlen kommen. Das muss ich schon gestehen. So. Wir dürften hier jetzt gleich am Ende sein. Ich habe es schon gesehen, oben der Karte sieht man es ja auch schon, dass wir uns dem Ende nähern. Und ich weiß, ich könnte hier in Flugmodus gehen, also in Game-Modus und so, aber das will ich nicht. Das ist alles original erbaut und da wird nichts geschummelt hier. Wo ist denn da sonst die Herausforderung? Ja, den Gang, das meine ich hier, das müssten wir auch noch machen. Alter, Alter. Ich habe da keine Lust dran zu denken. Ich glaube, das mache ich aber dann irgendwann, wenn ich mit dem Philipp wieder quatsche und ja, Zeit dafür quasi ist. Ja, wir haben es gleich geschafft. Sehr schön. Ja, ansonsten, was habe ich zu erzählen? Eigentlich gar nicht so viel dieses Mal. Wir haben die letzten Male, boah, gerade durch den Livestream echt viel gequatscht. Fällt dann ein bisschen schwer fürs Let's Play Sachen nochmal zu sagen, also das kennt ihr natürlich meist alles, die Livestreams sind ja auch veröffentlicht, ist ja nicht so, dass die nicht mehr da sind und dann fällt es natürlich schwer, wenn man erst so viel gestreamt hat, dann in Let's Play was zu sagen. Ja, die Kanalveränderungen habe ich schon mitgeteilt, dass der Philipp hier gerne mitmachen möchte. Wir haben uns da unterhalten, wie wir uns das vorstellen, wie er sich das vorstellt, wie ich mir das vorstelle, haben da einen Kompromiss gefunden und ja, werden dann voraussichtlich ab 1.6. zu zweit hier dran arbeiten. Soll heißen, er wird mich in Sachen Let's Plays unterstützen, wird Let's Plays für diesen Kanal ja machen und ja, des Weiteren unterstützt er mich halt dabei, Erlaubnisse für Let's Plays reinzuholen, also die Publisher anschreiben, ja, die ganzen Entwickler anschreiben und was man da nicht alles beachten muss, die ganzen Genehmigungen, ja, das ist schon auch eine aufwendige Sache und da bin ich schon froh, dass er da so ein bisschen hilft, obwohl ich schon sehr, sehr viele Genehmigungen habe. Allerdings viele, viele Nischenspiele nicht. Also von allen großen Herstellern ist das auf dem Kanal gar kein Problem. Ganz gleich, ob das EA ist, ja, was haben wir noch? Das ist eine gute Frage, ohne dass ich jetzt was Falsches sage. Ich könnte jetzt natürlich irgendwie alle Hersteller aufzählen, aber wir haben auf jeden Fall von vielen großen Herstellern die Erlaubnis bekommen, hier Let's Playen zu dürfen. Also Publishern meine ich damit. Und ja. Rockstars haben wir auf jeden Fall, weiß ich auch. Ich kann ja hier mal gucken. Wartet mal, ich habe das hier gerade so liegen. Die letzten. Ja, wir haben von Valve haben wir noch, oder Volve oder Wolf, also auf jeden Fall Steam quasi, die Steam-Spiele, ich weiß nicht mehr, wie das Unternehmen heißt, Volve, Rockstar habe ich hier liegen, was haben wir noch, wie gesagt, EA hatte ich hier liegen, dann Blizzard haben wir, da müsste Philipp mal gucken, was er da machen kann, dann haben wir hier, was haben wir denn hier? Ich weiß nicht, Papiere über Papiere. Ich druck mir das alles immer aus, dass ich da was in der Hand habe, wenn es hart auf hart kommt. Weil letztendlich ist das sonst eventuell ein bisschen problematisch. Ja, weiß der Geier. Wir haben auf jeden Fall eine Menge Bestätigungen hier, die ich noch abheften muss. Ich habe extra so einen Ordner und die von EA hatte ich jetzt schon so lange, da habe ich mir mal zwischenzeitlich eine neue geholt. Nur, ja, einfach, dass die Unterlagen aktualisiert sind, weil da vor vielen Jahren mal angefragt und da ist es doch besser, wenn man die mal zwischendurch aktualisiert. Wobei eigentlich das natürlich nicht notwendig ist, die Widerrufung müsste natürlich so sein, dass ich angeschrieben werde von denen dann. Aber hey, ja, so sieht's aus. Also da unterstützt er mich dann auch
Und er wird halt letztendlich Let's Plays auf den Kanal hauptsächlich machen und die Livestreams. Und wird bei den Let's Plays dann halt letztendlich die Thumbnails wohl auch selber machen. Da habe ich ihn zumindest darum gebeten, dass ich das nicht auch noch machen muss. Ich bin da eh nicht so der begnadete Thumbnail-Macher und schluder bei meinen Videos ja leider schon immer sehr rum. Und wenn ich da jetzt auch noch für zwei Leute den Content als Thumbnail machen soll, dann, boah, ich bin da nicht so der begnadete Typ. Ich habe die Adobe Cloud, soll heißen, ich benutze schon Photoshop, aber, boah, das ist, ja, ich bin da halt kein Profi drin. Das muss man halt ganz klar so sagen. Und es gibt Leute, die können da ganz fantastische Bilder machen, das, wenn man dann auf YouTube unterwegs ist, aber das ist nicht meins. Leider ist Philipp da auch nicht so begnadet, muss man halt auch sagen. Der hat schon nicht so die Lust, das zu machen, das merkt man schon im Gespräch, was ja auch nicht schlimm ist, wenn es eigentlich liegt. Nur, wie gesagt, für seinen Videocontent wird er die machen. Ich werde ihn da vielleicht noch unterstützen, weil, ja, er macht das eigentlich immer mit Blender. Das funktioniert natürlich bei Minecraft, aber bei anderen Videos nicht. Soll heißen, Photoshop-Erfahrung hat er zum Beispiel gar nicht. Er hat aber auch die Adobe Cloud. Soll heißen, wir können da ja kompatibel untereinander arbeiten. Und ja, werden am Anfang das wahrscheinlich gemeinschaftlich bei ihm machen. Und irgendwann wird er dann das hoffentlich selber hinbekommen. Ja, und was wird sich sonst noch ändern? Ja, eigentlich nichts. Eigentlich nichts. Ich bin überrascht. Wir haben 41 Abonnenten mittlerweile. Das ist erstaunlich viel. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe, glaube ich, in Let's Rutsch, ich glaube, in Let's Rutsch war das, geäußert, dass ich mir wünschen würde, Ende des Jahres, dass wir 50 sind. Insgeheim habe ich auf 75 gehofft. Ja, ich kann so viel sagen, dass das, ja, das Ziel, was ich mir gesetzt habe, realistisch umzusetzen ist mit 50 und dass wir halt auch sogar noch darüber hinauskommen werden, sehr wahrscheinlich nach, aller Wahrscheinlichkeit nach. Und ja, das sind ja erfreuliche Nachrichten, dass der Kanal sich so prächtig entwickelt. Und ja, ich wurde übrigens gefragt, mir wurde gesagt, dass es erstaunlich ist, dass ich hier so viel Geduld habe mit dem Kanal, obwohl der ja noch immer winzig klein ist. Er ist über ein Jahr alt und ja, hat 41 Abonnenten. Ja, und da wurde angemerkt, dass ich hier so viel Herzblut quasi reinstecke und das, obwohl im Endeffekt die Abonnentenzahl sehr, sehr und die Zuschauerzahl allgemein auch sehr gering ist. Aber ganz ehrlich, das ist, ich habe es in Livestream gesagt, ich sag's hier gerne, aber auch nochmal in Let's Play. Für mich ist das, ich sehe das Ganze ein bisschen anders. Ich sehe das nicht danach, oh, mir gucken jetzt 100 Leute zu, mir gucken jetzt 10 Leute zu, ah, es haben nur 3 gesehen, ist doch doof, ärgert mich. Nee, so sehe ich es nicht. YouTube, das ist für mich ein Hobby, was ich vor vielen, vielen, vielen Jahren schon anfangen wollte und ich immer verhindert war. Und ja, jetzt habe ich halt die notwendige Zeit dafür, das zu betreiben endlich und habe mir da ein bisschen Platz geschaffen im Leben, dass ich das auch durchziehen kann und das seit mittlerweile über ein Jahr. Und ja, es ist schon so, dass ich da das gerne mache und es erinnert mich immer an meinen Bruder, der mir früher beim Computerspielen zugeguckt hat. Also insofern ist das für mich natürlich jetzt hier nichts Gravierendes. Oh, okay. Nichts Gravierendes Neues. Ja, welchen Stein kann ich da noch nehmen? Den müsste ich nehmen können. Wir müssten da mal gucken. Ja, sehr schön. Medaillen. Ja, also, wie gesagt, von daher ist das für mich nichts wirklich brandneues. Und Gott, ist das laut. Wow. Es läuft hier. Alter, das Gewitter ist ja krass. Das ist ja, wow. Ja, und wie gesagt, für mich sind das so ein bisschen Erinnerungen an meine Jugend, Kindheit, wie auch immer. Wenn ich Amiga gespielt habe, also Commodore Amiga, und mir zugeguckt worden ist, dann ist das ja im Endeffekt dasselbe gewesen. Ich glaube, wir haben hier nicht den guten Stein dafür. Nein, lass mich in Ruhe. Lass uns doch Freunde bleiben. Ja, natürlich kommen jetzt wieder alle.
Ah, sie fangen an zu brennen. Das ist gut. Aber warum brennen die? Es regnet doch eigentlich. Kommt die nicht rein? Doch. Alter. Agro-Spinne. Agro-Spinne. Meine Güte. Ja, im Übrigen, die können keinen Schaden anrichten. Also von daher ist hier alles ganz easy. Also Schaden an mich als Person schon. Schaden an den Bauwerken und den Gestein draußen und natürlich dann nicht. So, wir machen das hier mal weg. Wir gehen da hinten hin und machen da hinten auch weiter. So eine halbe Stunde würde ich jetzt noch machen und dann würde ich mich eines anderen Projektes erstmal widmen. Ich hatte auch das Problem mit den Folgen, muss ich sagen, dass ich da ein bisschen viel im Voraus aufgenommen hatte. Ich hatte irgendwie 4-5 Wochen im Voraus und dann plötzlich war die Welt ganz anders, weil der Philipp mit drauf gekommen ist und ja, das war dann schon ein bisschen krass, was ich da zeigen musste, was sich alles geändert hat. Das heißt, ich werde jetzt versuchen, nicht mehr länger als 2 Wochen im Voraus zu produzieren. Produzieren hört sich krass an, Folgen zu machen. Ja, wenn es mal 3 sind, sind es 3, aber ich würde es versuchen, gerne kürzer zu halten. Es sei denn, ich weiß, es steht irgendwie was an, dass ich wenig Zeit zum Spielen habe. Dann ist das was anderes. Ja, so ist das. Ja, und ansonsten, um nochmal zurückzukommen zum Kanal, wird sich hier eigentlich nichts ändern. Letztendlich wird der Kanal weiterhin Xelron heißen, mit Philipp-Beteiligung quasi nur. Die Leute aus den Livestreams, die Livestreams gucken, kennen ihn mittlerweile auch schon, weil wir halt, wie gesagt, fast täglich aktuell an Streamen sind. Und ja, also das heißt schon, er ist kein ganz Unbekannter mehr und letztendlich ist es auch so, dass sogar jetzt schon jemand gesagt hat, ah, der Philipp ist da und so. Soll heißen, auch er hat hier schon seinen Wiedererkennungswert und das freut mich doch sehr. Ja, und dementsprechend, wie gesagt, wird sich aber nichts weiter ändern. Der Name des Kanals wird gleich bleiben. Ich bin nicht ein Freund der Änderungen und ja, der Name war ja auch wohl überlegt. Ja, letztendlich bin ich auf den Namen gekommen durch meine World of Warcraft-Zeit. Ich hatte das in einem Livestream erzählt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es auch schon in Let's Play erwähnt habe. Kann ich bei Zeiten sicherlich gerne nochmal erzählen. Würde jetzt aber den Rahmen sprengen. So wie die Creeper sich immer sprengen. Ja, ich denke mal, nächstes Mal werden wir dann wahrscheinlich den Bahnhof bauen. Ich werde in der Zwischenzeit die Decken wohl fertig machen. Oder vielleicht schaffen wir es auch jetzt noch in der Aufnahme. Ich weiß es nicht. Allerdings würde ich auch gerne Höhlentour machen. Boah, das war schon. Das kann doch nicht sein. Ja, schon krass. Ja, da muss ich gleich nochmal Stein holen. Das ist überhaupt kein Problem. Wie gesagt, mein Lager ist da tonnenweise da. Ja, und ihr könnt gerne auch ich dachte, da war was. Ihr könnt gerne auch ja, wie soll ich sagen? Ja, gerne mal schreiben, was euch an diesem Kanal gefällt, beziehungsweise nicht gefällt, gerade in Bezug auf Philipp, ob das auch für euch okay ist. Wir machen das jetzt erstmal und schauen, wie das ankommt, aber die Livestreams sind so gut angekommen, dass ich da überhaupt keine Besorgnis habe, dass ihr damit Probleme habt. Warum auch? Er ist ein netter Typ, tut keiner Fliege was und ja, also von daher sollte das eigentlich kein Problem sein. Schreibt es gerne in den Kommentaren mal rein, ob das für euch okay ist. Letztendlich werden wir erstmal 1-2 Spiele von ihnen hier komplett veröffentlichen, die komplett zu Ende laufen lassen und sehen dann, wie es ankommt. Aber wie gesagt, generell bin ich davon überzeugt, dass es richtig ist und stehe dahinter und ich hoffe, ihr seht es halt ähnlich. Und ja, wir sind hier eine kleine eingeschworene Gemeinschaft, da sollte das eigentlich noch kein Problem sein. Es ist vielleicht ein bisschen was anderes, wenn man da mal irgendwann, ja, keine Ahnung, ne, 100.000 Leute als Abonnenten hat und die dann sagen, das ist, boah, lass das, ich habe dich allein abonniert und so. Aber so einen kleinen Kanal und in der heutigen Zeit ist es nicht mehr so einfach, einen Kanal groß zu kriegen. Das muss man auch sagen, das ist halt durch Werbung möglich, die auf YouTube sogar
erschwinglich ist. Ich war erstaunt, aber das will ich halt trotzdem nicht machen. Ich denke, wir wollen rein, oder ich muss jetzt wir sagen, aber das bezieht sich auf mich vorher alleine schon. Ich beschäftige mich schon seit einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr damit, wie kriege ich den Kanal ein bisschen attraktiver gestaltet, ein bisschen größer, ein bisschen bekannter auch. Ja, letztendlich bin ich aber zum Schluss gekommen, es soll über den Content passieren, über das, was ich hier mache, beziehungsweise das, was wir dann hier machen werden. Und ja, und dann liegt es natürlich an euch, euren Freunden das zu sagen, euren Bekannten, Verwandten, Familie, weiß der Geier, zu sagen, hier, kennt er den schon, ganz cool, du schaust auch ganz gerne Videos, magst du den nicht mal angucken, den Kanal. Ja, das ist das, worauf ich baue, und wie gesagt, ich habe jetzt nicht Lust, irgendwie Geld in der Hand zu nehmen. Erstens habe ich auch gerade gar kein Geld für sowas, und zweitens, wie gesagt, habe ich auch nicht so Lust dazu. Es ist nicht unendlich teuer, das muss man halt auch sagen. Es ist schon erschwinglich prinzipiell, aber ja, es muss ja trotzdem nicht sein. Ja, ansonsten, ja, wie gesagt, wird alles beim Alten bleiben. Ich rede mich heute um Kopf und Kragen. Ich denke, wir wickeln das noch, ne? Wir machen das hier jetzt noch fertig. Mit Delle. Und dann würde ich doch schon ein bisschen eher aufhören. Ich habe jetzt eine Stunde 5 aufgenommen. Denn ich merke, ich kriege Hunger. Ich kriege Hunger. Und wenn ich Hunger kriege, dann werde ich zur Diva. Und wer jetzt an Snickers denkt, ja, ich habe da auch gerade dran gedacht. Da könnte ich auch mal wieder drauf. Und nein, wir haben keinen Werbevertrag, oder ich habe keinen Werbevertrag mit diesem Produkt, der Firma oder wie auch immer. Es ist einfach nur so dahergesagt. Ja, man merkt vielleicht auch so ein bisschen, dass ich so ein bisschen, träge bin. Liegt halt unter anderem daran, dass mein Magen echt knurrt. Ich habe gedacht, ich kann 1,5 Stunden aufnehmen und dann esse ich was und dann würde ich weiter aufnehmen. Ich habe festgestellt, es ist nicht ganz so, und wir müssen das Haus auch mal weitermachen. Das müssten wir demnächst auch mal angehen. Ja, ich werde an dieser Stelle erstmal aufhören. Es sind 3 Folgen im Kasten für die nächsten 3 Tage. Das verschafft mir ein bisschen Luft. Und ja, soll heißen, wir haben jetzt Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag ist schon mal durch. Ich müsste jetzt erst am Montag wieder aufnehmen. Und das ist wahrscheinlich auch das, wo ich erst das nächste Mal wieder Zeit haben werde. Also passt das ja ganz genau. Ja, ich danke euch fürs Zugucken. Würde mich freuen, auch wenn die Aufnahme heute wirklich ein bisschen träge war. Also ich glaube schon, da war ich so ein bisschen, das war heute nicht so einfach aufzunehmen. Wie gesagt, es ist mit knurrenden Magen nicht so einfach. Und ja, ich weiß, ich hätte vorher was essen können, aber ich habe gedacht, ich nehme jetzt 1,5 Stunden auf, esse dann was und ja, wie das dann immer so ist. Gut, es regnet wie in Strömen. Das ist Zeit für mich, das Let's Play zu beenden, damit ich mich nicht erkälte. Und würde mich freuen. Jetzt hört es auf zu regnen. Ich glaub's ja nicht. Ich habe gesagt, es regnet. Ich muss aufhören, weil ich mich sonst erkälte. Ja, gut. Dann sehen wir die Sonne aufgehen. Ist natürlich auch eine schöne Sache. Und sie geht unter. Ach, alles egal. Ich beende jetzt das Let's Play, red mich um Kopf und Kragen, und wie gesagt, wir werden in der nächsten Aufnahme wahrscheinlich entweder den Bahnhof bauen, hier oben im Haus, da unten auf Weltenbummlung gehen, Weltenerkundungen, Höhlentouren, weiß der Geier was. Es gibt eine ganze Menge, die noch getan werden muss, und ja, da werden wir sicherlich was finden, und ja, ihr könnt mir auch gerne immer unter dem Video schreiben, was euch denn so vorschwebt, was wir machen können. Na, wenn ihr euch sagt, oh, das Haus nervt mich, aber das muss mal fertig werden, dann können wir das gerne angehen. Schreibt es einfach drunter, und ja, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.